In diesem Video erkläre ich dir jetzt, was der Unterschied zwischen Flexions- und Derivationsmorphologie ist. Es ist auch kein Einstiegsvideo, sondern du solltest schon wissen, was freie und was gebundene Morpheme sind. Hilfreich wäre es auch, wenn du weißt, dass man gebundene Morpheme weiter in lexikalische und grammatische Morpheme einteilt. Dazu gibt es ein Video und das habe ich hier oben für dich verlinkt und nochmal unten in der Infobox. Flexions- und Derivationsmorphologie wird auch oft Flexions- und Wortbildungsmorphologie genannt, da diese beiden Begriffe eigentlich etwas deutlicher den Unterschied zwischen beiden angeben. Aber bei der Flexionsmorphologie geht es um verschiedene grammatische Formen eines Wortes. Es handelt sich also um gebundene Morpheme. Und innerhalb dieser Kategorie noch einmal spezifischer um grammatische Morpheme. Bei der Wortbildungsmorphologie dahingegen entstehen neue Wörter mit jeweils einer neuen Bedeutung. Man sagt dazu, korrekt formuliert, neue lexikalische Bedeutungen entstehen. Oder noch etwas schicker formuliert, Lexembildung. Hierfür verwendet man auch gebundene Morpheme, aber keine grammatischen, sondern logischerweise lexikalische Morpheme. Aber jetzt noch einmal ganz langsam. Schritt für Schritt gehen wir die beiden Gebiete noch einmal durch. Bei der Flexionsmorphologie geht es, wie das Wort ja schon sagt, um Flexion. Das heißt, die Bildung einzelner Wortformen, die von einem Lexem stammen. Ein Lexem ist also etwas wie ein Wort. Ja, warum sage ich Lexem und nicht einfach Wort? Ja, dazu gibt es ein Video, du kannst es dir hier oben ansehen. Der Begriff Wort, der ist ziemlich undeutlich. Also, Flexion beschreibt die Bildung einzelner Wortformen eines Lexems. Wohnen wird zum Beispiel mit Hilfe des gebundenen Morphems te zu wohnte, wenn man das Wort ins Präteritum setzt. Das ist Flexionsmorphologie. Oder aber auch die Bildung des Plurals, das fällt auch unter die Flexionsmorphologie. Dummheit wird zu Dummheiten. Es handelt sich also bei diesen Flexionsmorphemen immer um grammatische Elemente, die grammatische Kategorien wie Tempus, Plural oder Kasus anzeigen. Du wirst diese flektierten Wörter also auch nicht im Wörterbuch finden, denn es handelt sich eben um keine neuen Wörter. Wenn allerdings neue Wörter gebildet werden, also neue lexikalische Bedeutungen entstehen, dann handelt es sich um Derivationsmorphologie. So kann man das gebundene lexikalische Morphem heit an das Adjektiv dumm hängen und es entsteht ein neues Wort, das Substantiv Dummheit. Oder das Morphem un kann an das Substantiv Glück gehängt werden. Dann entsteht Unglück. Man nennt die so entstandenen Wörter Ableitung oder Derivat. Ein ganz wichtiger Unterschied zur Flexionsmorphologie ist auch, dass nur bei der Derivation ein Wechsel der Wortart erfolgen kann. Wie gesagt, dumm, ein Adjektiv, kann zu Dummheit werden, ein Substantiv. Wechsel der Wörter. Nicht nur mit Hilfe von Derivation werden im Deutschen neue Wörter gebildet, sondern auch mit Hilfe eines dritten Prinzips. Das Prinzip der Komposition. Ich gehe jetzt an dieser Stelle aber nur ganz kurz darauf ein, denn das Thema Komposition, das hat auf jeden Fall ein eigenes Video verdient. Komposition in einem Satz erklärt: Freie Morpheme werden miteinander kombiniert. Zum Beispiel Garten plus Haus ergibt Gartenhaus. Das ist ein Kompositum. Frei plus Zeit wird zu Freizeit. Jetzt noch einmal zusammengefasst. Der Unterschied zwischen Derivationsmorphologie und Flexionsmorphologie, der liegt eben darin, dass Derivationsmorpheme neue Lexeme bilden und Flexionsmorpheme grammatische Kategorien angeben.